Und dann kommt es natürlich auch drauf an, den richtigen Käufer zu finden. Wenn es ein Mitarbeiter zum Beispiel ist, der sagt, oh, ich möchte übernehmen, kriegt der die 10 Millionen von der Bank finanziert? Das sind Sachen, wo man schauen muss, wo man vielleicht sagen muss, okay, der Mitarbeiter ist vielleicht nicht geeignet, aber der kann zum Beispiel die Geschäftsleitung übernehmen und man findet jemanden, der als Gesellschafter im Hintergrund ist. Da ist der richtige Partner tatsächlich das Wichtigste überhaupt. Während meinem Studium habe ich mich selbstständig gemacht und bin da auch dementsprechend ins Familienunternehmen reingewachsen, sage ich jetzt mal. Da war es aber so, dass meine Mutter leider erkrankt war, die Banken uns vor die Wahl gestellt hatten. Entweder es macht einer weiter oder sie drehen den Hahn quasi zu. Und da habe ich mich dann entschlossen, tatsächlich zu sagen, ja, ich mach's. Mit 19 dann 800.000 Euro quasi übernommen von meinen Eltern Schulden und habe gesagt, okay, das muss man machen, sage ich jetzt mal, weil das Unternehmen hat mich 18 Jahre, 19 Jahre ernährt. Dann kann ich jetzt auch meinen Eltern was zurückgeben, sage ich jetzt mal. Der Fabian hat mit junger Alter angefangen mit seiner Familienfirma und der Markus hat auch viele Erfahrungen. Und dann der Michel ist auch sehr kompetent mit digitaler Arbeitung. Unser Alleinstellungsmerkmal ist definitiv, dass wir mit den Unternehmern, den Mittelständlern auf Augenhöhe arbeiten, weil wir selbst Unternehmer sind und nicht Berater in erster Linie, sondern wirklich Unternehmer. Und dementsprechend verstehen wir quasi eins zu eins die Anliegen, Sorgen und Ängste, die den Unternehmer vielleicht begleiten, aber genauso auch seine Ziele, was er umsetzen will am Ende des Tages. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass man, wenn man es selber erlebt hat, ganz die Emotionen ganz anders mitbekommt. Weil unser Verkauf war am Anfang sehr unprofessionell. Man hat Angebote gehabt von Konkurrenten, man hat Angebote gehabt von, ich sage jetzt mal, größeren Gesellschaften und konnte gar nicht damit umgehen. Nach dem Verkauf war es dann so, dass mich andere Pflegeheime angesprochen hatten. Da dachte ich, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf die Pflegebranche, was das M&A-Geschäft betrifft. Und ganz plötzlich war ein Ölfilterunternehmen da aus der Region, wo zu mir gesagt hat, hey, ich habe mitbekommen, du hast das von den Eltern verkauft, du hast den anderen verkauft, kannst du nicht auch ein Ölfilterunternehmen? Dann war das für mich das erste Mal so, kann man das auch allgemein machen? Ja, unser Fokus liegt ja jetzt nicht nur auf der Unternehmensnachfolge, sondern wir haben ja auch eine Online-Schulungsplattform, in der wir den Unternehmern, die meistens ja in ihrem Fachgebiet spezialisiert sind, das drumherum noch mit auf den Weg geben. Finanzielle Kennzahlen, Unternehmensorganisationen, die meistens halt immer so beiläufig mitlaufen, die greifen wir auf, analysieren mit den Unternehmen die Zahlen und versuchen, einen Benefit daraus zu generieren, Bewusstsein zu schaffen, letztendlich auch eigenständig an manchen Stellschrauben anzusetzen, die sich letztendlich in der Optimierung oder auch Vereinfachung von Prozessen im Unternehmen wiederbilden. Na, ich glaube, eine sehr große Schlüsselkompetenz von uns allen ist das, was wir Unternehmer denken, weil wir Unternehmer sind oder Unternehmer waren. Wir wollen nicht umsetzen, was wir theoretisch in der Hochschule gelernt haben, sondern wir wenden an und da hilft es einfach zu Beginn, die wichtigste Frage mit ihnen objektiv zu klären, warum will ich verkaufen und zu welchem Wert will ich verkaufen. Für unsere Kunden, die von Michael, Fabian oder allgemein halt mit unserer Otter Consult hier zu tun hatten, beraten wurden, ist auf jeden Fall sehr gewinnbringend oder hat einen Vorteil für sie, dass ihr ganzes Leben sich eigentlich verändert. Wenn man als Unternehmer wirklich jeden Tag in seinem Unternehmen feststeckt, vielleicht auch 60 Stunden in der Woche arbeitet und gar nicht mehr so die Freizeit hat, ist das ein kompletter Wandel, wenn man wirklich dann im Unternehmen beraten wird und es dann schlussendlich auch veräußern kann. Das ist ein komplett neues Leben und dass man vor allem nicht alleine ist in diesem Prozess. Wir haben vor kurzer Zeit mit einem Unternehmer zusammengearbeitet, der, also das Unternehmen quasi in die Geschäftsführung aufgerückt ist, ein Familienunternehmen in der dritten oder vierten Generation gewesen. Der Kunde selbst hatte eine Preisvorstellung, also einen Optimalpreis und auch eine Schmerzgrenze, die schon im, sag ich mal, höheren zweistelligen Millionenbereich gelegen sind. Nachdem wir dann aber mehrere Wochen intensiv mit ihm zusammengearbeitet haben und auch die Unterlagen und Daten neu ausgewertet haben, sind wir auf eine Unternehmensbewertung gekommen, die nochmal 50% höher war, also wirklich höherer zweistelliger Millionenbereich dann. Wir gehen an die Sache anders ran. Wir schulen die Leute, wir haben Online-Tutorials, wir setzen eigentlich jeden Unternehmer in die Lage,
dass er so viel lernen kann von unseren Erfahrungen, dass er ein Unternehmen selbst verkaufen könnte. Dann zusammen mit Hilfe von seinem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Unser primäres Ziel ist, jeden Unternehmer in Deutschland so viel an die Hand zu geben, dass er im Prinzip den Verkauf selbst betreuen kann. Für uns war es wichtig, wirklich zu sagen, von einer kleinen Autowerkstatt bis zum mittelständischen Unternehmen mit 100, 200 Millionen Euro Umsatz, wir können für alle eine Dienstleistung schaffen. So ein Unternehmensverkauf ist natürlich auch nervenaufreibend. Da ist auch eine emotionale Belastung wahrscheinlich da für die Kunden. Und da sind Fabian, Michael und auch Markus immer greifbar für die Kunden. Aktuelle Statistiken sagen, dass 25%, also knapp ein Viertel der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen, irgendwo ans Aufhören denkt. Aber genau die Leute brauchen eben eine Unterstützung. Aber es ist eben ein sehr, sehr umfassender Prozess, den man von Beginn an auch begleiten muss und wo ein gewisses Expertenwissen auch auf jeden Fall ratsam ist, weil es sonst am Ende dem Ganzen auch nicht gerecht wird.